So, hallo und schönen guten Abend zusammen. Nachdem wir hier gestern Abend wirklich hervorragend gegessen haben, sind wir heute nochmal hier hingekommen. Heute will ich mal das Massermann Curry hier probieren. Die Messlatte liegt natürlich sehr hoch. Ich esse gerne Massermann Curry. Und das Beste, was ich hier in Bangyang bekommen habe bisher, ist bei Joe's Kitchen. Also liegt die Messlatte sehr hoch. Und dann schauen wir mal, wie es mir hier schmeckt. Zumindest das Massermann Curry. So, heute starten wir mal als Vorspeise Spring Rolls. Und die kommen nicht aus dem Bierbeutel. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Die sind also selbst gemacht. Man kann es auch so ein bisschen erkennen, ist ein bisschen unregelmäßig halt. Und dann gucken wir mal, wie das schmeckt. So, die Spring Rolls sind tatsächlich selbst gemacht. Schmecken sehr, sehr gut. Etwas knoblauchlastig. Aber richtig lecker und schön heiß. Guten Appetit. So, hallo liebe Leute. Ich habe dann jetzt mein Massermann Curry bekommen. Das will ich jetzt mal probieren. Mal nehme ich den Löffel. So, der erste Löffel ist natürlich sofort bei mir, bei Massermann Curry immer entscheidend, ist die Soße. Die koste ich jetzt und ich kann dann sehr wahrscheinlich schon sagen, ob es mir schmecken wird oder nicht. Jo. Mal so richtig lecker. Also da muss ich sagen, ne? Schmeckt richtig gut, ist fast identisch, aber was heißt nicht identisch, aber kommt an den Massermann Curry von Joe's Kitchen sehr gut dran. Ne? Viele Leute kennen ja aus bestimmten Fernsehsendungen diesen Löffel. Ja? Man muss natürlich den Geschmack sehen. Die Fernsehsendung heißt Punkt. Und hier habe ich The Taste. Hier habe ich echten, ehrlichen, authentischen Geschmack und nicht alles auf einen Löffel geschoben und zusammengequetscht. Das ist Geschmack. Das ist authentisch. Ich werde es mir jetzt schmecken lassen und bis später. Achso, ich habe noch was vergessen. Ich habe den Abschluss noch vergessen, habe ich festgestellt. Das Essen war total lecker und auch die Cocktails haben so wieder gut geschmeckt, dass ich völlig darüber hinweggekommen bin. Noch ihm zu erzählen, wie das mit dem Massermann war. Total lecker. Richtig lecker. Ich würde sagen, ist auf einer Stufe mit dem, was ich hier in Joe's Kitchen kenne. Also eine super Sache. Wer Massermann essen möchte, kann das im Tuk-Tik sehr gut tun. Und wir sind bestens zufrieden und haben dort wieder einmal gut gespeist. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund. Wir sitzen noch auf der Terrasse jetzt hier so ein bisschen, gehen vielleicht nochmal hier in den kleinen Pool rein, sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Und machen uns noch einen schönen Abend. Bis später, ciao.